Ziemlich zügig frisst sich der Longliner in der Schweizer Straße durch die Hochhauszeile. Beobachtet von vielen Zaungästen wird das Gebäude Stück für Stück zerlegt. Ende des Monats soll von den zwei Aufgängen nur noch ein Schuttberg übrig bleiben. Bereits im vergangenen Jahr war der erste Teil des Hochhauses abgerissen worden.